Es ist jetzt schon einige Zeit her, dass wir über das Thema Godzilla gesprochen haben. Und ich weiß, ich habe immer wieder gesagt, ey, das Thema wird jetzt wieder größer aufflackern. Aber es gab einfach keine News und auch keine wirklichen Informationen. Keinen guten Content, den man in ein Video packen hätte können. Bis jetzt. Und halt, auch wenn du hier auf dem Kanal bist wegen Jurassic Park und Jurassic World Content, bleib dran und hör zu, was ich dir zu sagen habe, denn eventuell wird das auch dich interessieren. Ich bin davon fest überzeugt. Wir reden heute über das Sequel zu Godzilla vs. Kong, das definitiv kommt. Und es gibt News dazu. So, viel Spaß mit dem Video. Ich weiß gar nicht, wie ich das Video am besten anfangen soll. Ich habe so viele Punkte, auf die ich eingehen möchte. Und ich glaube, wir starten einfach mal mit einem offiziellen Leak, den wir jetzt bekommen haben. Vor geraumer Zeit haben wir ja schon den Arbeitstitel geleakt bekommen von der Godzilla-Serie, die wir nächstes Jahr auf Apple TV Plus genießen werden können. Die trägt nämlich aktuell den Arbeitstitel Hourglass, also Sanduhr. Viele Gerüchte gehen davon aus, dass die Serie am Ende den Titel Monarch tragen wird, aber auch hier gibt es noch nichts wirklich Handfestes. Und es geht auch gar nicht um die Godzilla-Serie, es geht jetzt um das Sequel, also um die Fortsetzung zu Godzilla vs. Kong, denn die kommt definitiv. Und da muss ich jetzt hier einfach mal ganz stolz auf ein Video verweisen, was ich schon vor ewig langer Zeit gemacht hatte. Ich werde es dir hier oben mal verlinken, nee, da oben, da kannst du gerne mal reinschauen. Und zwar habe ich da erwähnt, dass wir die Vorgeschichte von Godzilla und Kong, also den Krieg der Kaijus, als Comic bekommen werden. Diejenigen von euch, die nicht wissen, worüber ich rede, im Film Godzilla vs. Kong bekommen wir angeteased, dass damals, also vor ewig langer Zeit, ein Krieg im hohlen Inneren der Erde zwischen den zwei Kaiju-Spezies, der Kongs und der Godzillas, geherrscht hat. Dieser Krieg war derartig verheerend und vernichtend, dass er tatsächlich fast beide Rassen komplett ausgelöscht hatte. Ich meine, im Endeffekt haben wir jetzt nur noch Godzilla, den wir eben auch kennen, und eben den Kong, den wir eben auch kennen, der noch zu King Kong werden könnte. Und darauf gehe ich gleich nochmal ein. Das sind die beiden letzten Überlebenden dieses Krieges. Wir haben jetzt den Arbeitstitel der neuen Godzilla Kong, des neuen Monsterverse-Films, gedroppt bekommen. Und der Arbeitstitel lautet Origins. Origins, also zu Deutsch der Ursprung. Über noch mehr Storyplots haben wir erstmal keine Informationen bekommen. Allerdings habe ich kurz mit dem Pandaman darüber gesprochen, was er denn von diesem Titel hält. Und seine Theorie war für mich relativ schlüssig. Warum der Titel verwirrend ist, naja, ganz einfach, weil es ein offizielles Sequel ist. Also auf allen möglichen Internetseiten wurde nun offiziell bestätigt, dass es sich hierbei um ein Sequel handeln wird, also um eine Fortsetzung. Der Titel Origins passt aber nicht unbedingt zu einer Fortsetzung, denn Origins bedeutet eben einfach Ursprung, also quasi der Anfang. Überlegen wir uns jetzt mal, wie wir ein Sequel, also eine Fortsetzung gestalten könnten, die uns aber trotzdem die Anfänge, die Anfangsgeschichte der Godzillas und Kongs und eventuell auch den Krieg filmisch präsentieren könnte. In dem Video, was ich dir vorhin schon hier oben verlinkt habe, habe ich darüber gesprochen, dass immer mehr Gerüchte aufflammen, dass es sich bei der Fortsetzung zum Monsterverse, bei dem Sequel zu Godzilla vs. Kong, um einen reinen Kong-Film handelt, der in der Hollow Earth spielt. Am Ende von Godzilla vs. Kong sehen wir, dass Kong eben in seine Heimat zurückkehrt und dieser neue Film könnte nun also die Hohlerde etwas mehr erforschen. Im Inneren der Hohlerde sehen wir allerdings immer noch die Rückstände dieses damals sehr brutalen Krieges. Wir könnten also, und das ist jetzt reine Spekulation, davon ist nichts offiziell bestätigt, wir könnten also einen Film bekommen, in dem Kong sich in der Hohlerde aufmacht, um nach Überlebenden dieses Krieges zu suchen, also nach Überlebenden seiner eigenen Rasse zu suchen. Und während er diese Suche bestreitet, wird er sehr wahrscheinlich auch von menschlicher Seite aus Unterstützung bekommen. Das wird passieren, bin ich mir recht sicher, damit wir auch als Zuschauer irgendwie die Chance haben, Exposition zu erfahren. Und hier könnte die Exposition sogar diesmal ziemlich cool werden. Wir könnten auf einzelne Steintafeln treffen, auf Fossilien, auf verstorbene Kreaturen, die in diesem Krieg gefallen sind. Und die Menschen könnten uns dann anhand ihrer Forschungen erklären, was damals passiert ist. Und wir könnten immer wieder zurückblenden kommen, sodass wir dann den Krieg der Godzillas und der Kongs live auf der Leinwand sehen können, obwohl uns die Geschichte in einem Sequel erklärt wird und die Geschichte weiter vorantreibt. So wie ich das sehe, aber ich kann mich auch irren, haben wir Godzilla nun erstmal in der Godzilla-Serie, die wir bekommen, die auf Apple TV Plus laufen wird. Dieser Film hier wird sich hauptsächlich um Kong drehen. Was nach dem Ende von Godzilla vs. Kong auch einfach irgendwie Sinn machen würde. Mal ganz ehrlich, auch wenn wir alle oder wenn die meisten von uns Godzilla mehr mögen als Kong, so geht's mir zumindest, wäre ich doch recht heiß drauf, mal zu sehen, wie die Hollow Earth erforscht wird. Was finden wir da alles raus? Und eventuell bekommen wir ja wirklich Rückblicke zurück in die Zeit des Krieges
der Kaijus. Was hältst du von dieser Theorie? Könnte das passieren? Würdest du das cool finden? Habe ich irgendwas übersehen? Hast du vielleicht noch Infos für mich? Und ganz wichtig, wenn ihr mir Informationen schickt, dann bitte auch immer mit dem Link zur offiziellen Quelle. Ich muss diese Quelle sehen, um selber sagen zu können, ja, es ist seriös oder eben nicht. Ansonsten kann ich die sehr schwer in Videos einbauen. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Hilfe, für eure Hinweise und ich werde mir jetzt wirklich auch Mühe geben, dass Godzilla wieder ein bisschen mehr eine Rolle auf dem Kanal spielt, neben Jurassic Park und Jurassic World. In diesem Sinne bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.